Niederösterreich. Nächste Chance für die Tennisfreunde hier aus von Malon. Eine interessante Sache, denn bei 6 Partien hat Malon 5-mal gewonnen, Gelegenheit mit 4:3. Alle anderen Siege, 4 davon mit 4:2, einer mit 4:1. 3-mal sind sie schon an Meisterschaften in Asien. 2004. Körperlichen Verbrauchserscheinungen betrifft. Der hat noch nicht ganz sicher gewirkt. Da hat die gewartet, bis ihr mit eurer Analyse fertig wart. Das ist natürlich das Angenehme. Punkt, die 1:0 Führung hart erarbeitet gegen Malo. Des Netzes und damit natürlich Fehler. Tja, wieder mal ein Servicefehler. Na, mal. Und er arbeitet sich damit 5 Satzbälle. Schler, eine der jungen Nachwuchsspielerinnen in Österreich, vielversprechende Jugendspielerin, auch für das österreichische Tischtennis zur Verfügung steht. Dass alles gut hinhaut. Der Blick zeichnet den Ausmann. War der aktivere in diesem Satz.
erhöht damit natürlich das Risiko von Malone, wenn der auf Teufel komm raus angreift, so wie jetzt. Aber jetzt dieser... wird gegen den Satzverlust Jiang Zhike. Oh, was für ein Rückgang von Malone. 11:8 hat, sondern auch eine scharfe Klinge mit dem Tischtennisschläger führt, wie ich selber schon leidlich erfahren musste. Künstler hier im Publikum. Da hat er im Moment die glücklichere Hand. Jiang Zhike gewinnt den vierten Satz und stellt auf 2:2. Recht viele Fehler in diesem extrem offensiv gespielten Topspin. Aber jetzt wieder, da zieht er durch, was geht. Jiang Zhike einfach beim Blocken. Jetzt dagegen Topspin. Was für ein Ball! Oh. 3:1. Nach zwei Rückhandblocks hat Jiang Zhike sich da schon ein bisschen weit hinüber begeben auf seiner Rückhandseite wohl um. Eine ganz besonders wichtige Bedeutung bedeutet für denjenigen, der es geschafft hat, war für mich hier aus der Distanz wieder nicht genau erkenntlich, was geht. Schlag und muss 6 Satzbälle abwehren. Für Malone 2 Aufschläge für Jiang Zhike, die er durchbringen. Halblanger Seitenschnitt, Angriff vorbereitet, aber dann macht er den Fehler.
Es hat eine große Chance verpasst. So ein siebter Satz, der hätte schon was. Malong denkt. Frage ist, mit wie viel Risiko geht er? Und dieses Vor. Von Can Chike. Genau, Aufschlag. Vom Werner Schlager Akademie Coach Richard Brause. Der Satz bei Aufschlag mal. Wieder volles Risiko. Jetzt wieder Bing. Damit sind dann auch die Timeouts der beiden Spieler erschöpft. Can Chike tut was! Wie es Spiele durchbringt. Acht zu sechs für Malong. Der passt! Wieder zu lang, wieder zu lang. Jetzt macht der Weltmeister den Punkt. Jetzt hat er die Chance bei eigenem Aufschlag des Spiels. Ball. Oh, die.
Moment und ist sieben schwächer und gewinnt gegen Chang Chike, den Weltmeister.